Die Ära des Contents hat begonnen und Werbespots alleine reichen heute nicht mehr aus, um die Aufmerksamkeit von Kunden zu erlangen. Marken konkurrieren zunehmend mit Serien, Filmen, Blogs, Magazinen und zahlreichen YouTube-Inhalten um die Gunst der Kunden. User entscheiden selbst, was sie wann sehen wollen und was nicht, und es gilt als Marke heute für Gesprächsstoff zu sorgen. Gesprächsstoff, der bewegt, zum Klick, zum Like, zum Kauf, zum Share, zur Kundenbindung. Erfolgreiches Content-Marketing kennt die Interessen der Zielgruppe und rückt diese konsequent in den Fokus. Marken müssen Geschichten erzählen, ein relevantes Thema besetzen, um Interesse zu wecken. Bewegtbild spielt hier sicherlich eine große Rolle, denn Film kann weitaus mehr sein als Imagefilm, Pressefootage oder Werbespots. Es geht um kanalspezifischen Content. Formate, Serien, Episoden oder ganze Bewegtbildplattformen machen aus Erstkontakten und Einzelkontakten kontinuierliches Interesse. Mit authentischen Geschichten, Geschichten über Markenbotschafter oder Geschichten über Menschen wie du und ich, die eine besonders leidenschaftliche Beziehung zur Marke haben, weckt man heute Interesse. Echtheit und Glaubwürdigkeit erzeugen Relevanz und Aufmerksamkeit im Social Web. Die Grenzen zwischen Marketing und PR werden dadurch natürlich immer fließender. Marketingabteilungen stellen Redakteure ein oder bauen journalistisches Know-how auf oder gründen Abteilungen für Content Management. Marketing wird also immer inhaltlicher. Eine große Chance für die Unternehmenskommunikation, deren Kompetenz es ist, Geschichten authentisch und redaktionell zu inszenieren. Und das ist heute erfolgsversprechender denn je.